Guten Morgen, liebe Kinder. Wie ich sehe, seid ihr alle schon gepackt. Aber zuvor muss ich euch noch jemanden vorstellen. Und zwar, wir bekommen heute einen neuen Mitschüler, der mit uns ins Landschulheim geht. Ich hoffe, ihr seid nett zu ihm. Du kannst dich bitte kurz vorstellen. Hallo, ich bin Joachim, bin 12 Jahre alt und bin vor 2 Jahren nach Deutschland gezogen. Hi! Hallo! Hallo! Hi! So, und jetzt geht die Fahrt zum Landschulheim los. Kommt mit zum Bus! Wow, der erste Raum im Landschulheim gefällt mir. Oh, und hier werden wir jeden Tag essen. Das ist toll. Oh, lecker, eine Popcornmaschine. Ich weiß, hier gibt's ganz tolle Sachen. Aber zuerst hätte ich gerne, dass ihr eure Sachen auspackt. Okay. Yes. Darf ich bitte oben schlafen? Ich habe zu Hause kein Hochbett und ich würde gerne gucken, wie es ist, oben zu schlafen. Also von mir aus schon. Ich habe zu Hause ein großes Hochbett. Deswegen kann ich unten schlafen. Aber ich will auch oben schlafen. Unten ist es so langweilig. Also ich habe auch ein Hochbett. Deswegen schlafe ich unten. Okay, na dann stellen wir unsere Koffer ab, dort wo wir schlafen. Boah, ich will jetzt endlich spielen. Ja. So, ich möchte bitte, dass alle jetzt ins Foyer gehen, weil dort lernt ihr gleich die Leute kennen, die mit euch die Aktionen machen. Yay! Ja! Okay, gut, sie müssten jederzeit kommen. Hallo. Hallo. Oh, hallo, ihr könnt euch schon mal vorstellen. Also, ich bin die Julia und ich bin der Nuno. Und wir werden mit euch diese Woche spannende und aufregende Aktionen machen. Ihr braucht ganz viel Mut dazu. Und wir dachten uns, dass wir heute schon mal die erste machen. Die findet draußen statt. Ich würde sagen, dass wir jetzt alle nach draußen gehen. Okay, ich werde in der Zeit für euch Abendessen machen. Wir dachten uns, dass die erste Aktion eine Schnitzeljagd sein wird. Für dieses Spiel brauchen wir 2 Vierergruppen. Welche 2 Kinder wollen die Gruppen wählen? Ich würde es gerne machen. Okay, du? Und ich. Okay, dann kommt man nach vorn. Charlotte. Malte. Ja. Marie. John. Ja. Joachim. Bella. Ich will nicht bei solchen kindischen Jungs sein. Wir wollten dich ja auch nicht, aber du warst die Einzige. Oh. Und wartet noch schnell. Gewonnen haben die, die zuerst den Schatz gefunden haben. Und los geht's. Wir gucken am besten beim Basketballplatz nach. Na gut. Ich weiß, wo wir nachgucken könnten. Folgt mir. Ach, gönnen wir uns doch mal eine Pause. Ach, so entspannt. Hier müssen wir nach einem Hinweis suchen. Vielleicht hier? Hier? Ich hab einen Hinweis hier. Super, Charlotte, zeig mal her. Gehe dorthin, wo alle Kinder Spaß haben. Wo kann das sein? Vielleicht der Spielplatz. Das ist brillant, Joachim. Los zum Spielplatz. Dies ist zwar nicht exakt der Spielplatz, aber nur das gab's hier in der Nähe vom Landschulheim. Ja, und Nino und Julia machen ja keinen Hinweis weit entfernt vom Landschulheim. Ja. Aber jetzt anfangen zu suchen. Leute, da steht etwas auf dem Ball. Dort steht, jetzt bist du im richtigen Ort. Gehe dorthin, wo es hoch oben ist. Wo ist es hoch oben? Der Baum, der Baum, der Baum, der Baum. Ab zum Baum. Da oben ist der Schatz. Yay, wir haben es geschafft. Oh, cool. Wir sind die Ersten, also haben wir gewonnen. Ja.
Ich bin so glücklich. Aber wartet mal, wir haben noch nicht gewonnen. Erstmal müssen wir den Schatz überhaupt runterholen. Stimmt, wer will das machen? Ich kann es machen. Okay, Emilia, pass nur auf, nicht, dass du runterfällst. Ja, ich pass schon auf. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich bin oben. Was? Hä? Hä? Es wackelt plötzlich so. Hä? Au! Aua, mein Bein! Aua, 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 aua! Mein Bein tut so weh. Oh mein Gott, Emilia! Tut dein Bein arg weh? Ja. Aua. Wir machen es jetzt so. Ich bleib bei Emilia und pass auf sie auf. Joachim, du sagst Frau Groß und Julia und Nino Bescheid, dass sich Emilia ganz dolle wehgetan hat. Und du, Marie, du rufst den Krankenwagen an, dass Emilia ins Krankenhaus geht. Aua, aua. Kannst du denn laufen? Ich kann's versuchen. Ach, ach, mein Bein. Warte, da liegt ein Rollstuhl. Du kannst dich fürs Erste da draufsetzen. Ich rufe jetzt den Krankenwagen an und ich gehe ihnen Bescheid sagen. Sie beeilen sich. Oh Gott, Emilia! Emilia, als Joachim mir davon erzählt hat, habe ich sofort deine Eltern angerufen. Also sie wissen Bescheid. Das ist gut. Wow, eure Gruppe hat den Schatz gefunden. Ja, das ist das einzig Gute an der Sache. Emilia, mein Schatz, oh nein! Oh oh. Alles gut bei dir? Nein, mein Bein tut ganz dolle weh, Mami. Gut, dass ihr da seid. Aha, es tut so weh, wenn ich stehe. Ja, wir halten dich. Okay, Emilia, wir werden dich jetzt ins Krankenhaus bringen und dein Bein runden. Okay, ich würde so gerne noch im Landschulheim bleiben. Ich weiß, aber wenn dein Bein so stark wehtut, dann kannst du leider nicht hierbleiben. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, Emilia, wir werden doch noch so viele Ausflüge machen. Dann ist ja gut. Ab zum Krankenhaus. Ich würde sagen, dass wir jetzt wieder alle zurück zum Landschulheim gehen. Ja, ich denke auch, dass es besser wird. Und wer nimmt den Schatz mit? Ich kann's machen. Ich hoffe, dass euch die Schatzsuche trotz all dessen gefallen hat. Ich gebe jetzt der Gruppe, die gewonnen hat, das Geschenk und für Emilia heben wir es auf. Danke. 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 So, wir verabschieden uns jetzt und dann sehen wir uns morgen. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. Ich habe für euch Abendessen gemacht, kommt jetzt in die Mensa. Guten Appetit! Danke! So, jetzt möchte ich bitte, dass ihr euch alle fertig macht, also Zähne putzen, zu Schlafanzug anziehen. Dann dürft ihr noch ein bisschen spielen. Und um 9:30 ist dann Bettruhe. Was wollen wir spielen? Wie wär's, wenn wir den Jungs bei Tischtennis zuschauen? Ja, okay, ich bin eh zu müde, um was zu spielen. Ich bin für Joachim und du bist für John. Okay, John, John, John. Och nein. Ich hab Aufschlag. Jetzt hab ich nicht gefangen. Es steht jetzt 1:1. Jetzt ist die entscheidende Runde. Oh.
Oh nein, ich hab verloren. Yay! Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Was spielt ihr denn da für einen Schrott? Ach. Ich lese viel lieber ein interessantes Buch. So, Kinder! Jetzt ist Schlafenszeit. Wir wollen noch nicht schlafen. Ja! Ja. Tja, aber jetzt ist schon 9:30 und wir haben ja vereinbart, dass wir 9:30 alle schlafen gehen. Also für mich ist das kein Problem. Mein Körper braucht sehr viel Schlaf. Jetzt legt euch alle ins Bett und ich komme dann noch, um euch gute Nacht zu sagen. Gute Nacht, Jungs. Good night. Gute Nacht, Frau Groß. Gute Nacht, Mädels. Gute Nacht, Frau Groß. Gute Nacht. Gute Nacht. Man muss immer eine gute Nacht haben, sonst kann man nicht schlafen. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht. Schlafen die Mädchen schon? Ich glaube schon. Puh, was für Babys. Marie, was ist denn? Ich hab Heimweh. Ich will endlich zu Mama und Papa. Du Arme. Du musst einfach versuchen zu schlafen, denn weißt du, wenn du jetzt gehst, dann verpasst du die tolle Aktion morgen. Oh, was ist, wenn mir das gleiche passiert wie mit Emilia? Wenn du gut aufpasst, dann wird es dir nicht passieren. Und wenn doch, ich will zu Mama. Marie, du schaffst das. Du musst da durch. Schlaf einfach und morgen hast du ganz bestimmt kein Heimweh mehr. Na gut. Wenn du jetzt schläfst und morgen früh aufwachst, dann hast du ganz bestimmt kein Heimweh mehr. Okay, danke. Gute Nacht. Gute Nacht, Marie. Ey, Marie, was ist denn? Gar nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Lars, was machen wir morgen früh? Lars? Lars? Hä? Lars? Ach, schläft schon. Oh, alle schlafen. Ich sollte jetzt auch dringend einschlafen. Ach, es ist so traurig ohne Emilia. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video!